Arigato. Konnichiwa, hallo, hier ist die Manuela von japanischlernen.at und heute sehen wir uns an, wie eigentlich die Online-Kurse bei uns funktionieren. Also du hast dich jetzt bei einem Kurs angemeldet und gehst hier mal auf Login, bist auf unserer Seite hier. Und du siehst jetzt hier, da gibt es verschiedenste Kurse. Fangen wir doch einfach mal an für den für Anfänger, das ist der A10 Online-Kurs, wir klicken einfach mal drauf. Und dann sehen wir gleich einmal die Startseite. Da wirst du mal willkommen geheißen. Siehst hier ein Einführungsvideo, wie das Ganze funktioniert. Du kriegst eine Erklärung, wie der Kurs funktioniert. Du hast hier das Booklet zum Ausdrucken, die zusätzlichen Übungen, die du noch dazu bekommst. Alles als PDF, das heißt, du kannst das bequem entweder ausdrucken oder dir auf dem Bildschirm ansehen. Und dann geht es eigentlich schon los. Du hast hier einmal die Einführung, das Einführungsvideo. Dann geht es hier um die Aussprache, wie du es richtig aussprichst. Dann eben noch die ganzen Erklärungen, wie du am besten Schritt für Schritt den Kurs bearbeitest. Ja, und es gibt auch hier eine Facebook-Seite. Das heißt, hier auf den Link kommst du dann zur Facebook-Gruppe, wo du Fragen stellen kannst. Hier auf der rechten Seite, das ist der rote Faden. Das sind die einzelnen Kapitel. Das heißt, wenn hier zum Beispiel, also das ist immer die Startseite, damit du weißt, wo du zurück musst, wenn du irgendwelche Fragen hast oder sonst irgendwas. Gut, also wir klicken hier mal auf Hiragana A-Reihe. Genau, dann sehen wir hier gleich einmal ein Video. Und zwar die ersten Silben. Also die A-Reihe hat ja 5 Silben. Und die sehen wir hier jetzt einmal nach der Reihe geschrieben. Das heißt, in diesem Video kannst du dir genau ansehen, wie man das Hiragana schreibt. Jetzt hier nochmal abgesetzt, ganz langsam. Mal zusehen hier. Genau. Also das ist zum Beispiel das A. Ne? Das gibt es für alle 5 Silben. Aber mit dem noch nicht genug. Du bekommst dann von mir noch ein eigenes Video, wo ich nochmal ganz genau erkläre, bei welcher Silbe du wo genau achten sollst, damit es auch richtig ist. Und du kriegst auch einige Beispiele, wie es falsch wäre. Genau. Dann gibt es eine Reihe von Wörtern. Zuerst einmal kannst du dir nur die Aussprache anhören und dann gibt es ein eigenes Video, wo ich das Schritt für Schritt jedes Wort erkläre, was es bedeutet und auch die Hintergründe. Zum Beispiel haben wir am Anfang das Wort Aoi, das heißt blau, aber eben nicht nur blau, sondern eigentlich auch grün. Genau, ja. Und dann gibt es ein kurzes Diktat, das heißt, nachdem du das Ganze geübt hast einige Male, sage ich dir die Wörter an und du kannst sie dann mitschreiben und du hast dann auch gleich die Lösung dazu. Du bist gerade nicht vom Computer, du kannst dir hier auch die MP3-Dateien runterladen und dir das Ganze anhören. So arbeitest du dich durch, die ersten Hiragana, hier gibt es dann auch noch eine Wiederholung von den Hiragana, dann kommen die ganzen Katakana drinnen vor, also da gibt es eine Möglichkeit, wie du das Ganze noch ganz wiederholst, also nicht nur die Silben, sondern auch die Wörter. Den Wörter lernen. Und es ist so, dass ich nicht nur die einzelnen Silben und Wörter mache, sondern eben auch gleich Grammatik dazu und Sätze. Genau. Und wenn du dann die Katakana gemacht hast, bist du eigentlich dann mit diesem Kurs fertig. Du kannst den Kurs in circa 1,5-2 Monaten durcharbeiten. Du kannst aber auch das Ganze schneller machen, je nachdem, wie du das gerne hättest. So, dann schauen wir uns noch ein paar andere Kurse an, was es da sonst noch gibt. Das Ganze ist dann aufgebaut A11, A12, A13. Schauen wir zum Beispiel mal zum Kanji-Kurs. Machen wir den Anfängerkurs an. So, auch hier wieder gibt es hier einen Erklärungsteil, wo du genau erfährst, welches Video wann erscheint und wie du es am besten durcharbeitest. Lernhinweise, genau. Und auch hier wieder hast du auf der rechten Seite dann eine Lektion nach der anderen. Das ist hier zum Beispiel Tag 1. Genau. Das ist einmal so ein Einführungsvideo in die Kanji-Geschichte. Die einzelnen Teile gibt es dann auch noch dazu. Also wie funktioniert das mit dem Schreiben eigentlich? Es ist doch ziemlich viel hier auch. Also man sieht hier. Und dann geht es eigentlich dann schon los. Mit dem ersten
radikal eigentlich. Also wir lernen hier nicht nur ganze Kanji, sondern auch die einzelnen Teile. Und du siehst hier dann sozusagen, mal ganz kurz rein in so ein Video, was man denn da sieht. Also man kann es natürlich auch größer machen. Ich habe jetzt den Ton nicht eingeschaltet, also ich erkläre ihm da die ganze Herkunft von den Kanji. Genau, und hier sieht man auch gleich einmal die Lesungen. Hier sieht man dann Beispiele, das heißt das Beispielwort, dann ganze Sätze bzw. eigentlich Dialoge und dann das Ganze auch noch mit der On-Lesung, also mit der anderen Lesung oder den anderen Lesungen. Wir sehen hier, es gibt sogar mehrere Lesungen. Genau, und da ist überall auch die Aussprache der Kanji drüber stehen. Gut, gehen wir wieder zurück, also ich kann sie wieder kleiner machen. Genau. Und das ist der erste Tag, zwei, also ganz kurz beim nächsten noch rein. Genau. Worum geht es hier? Schon mal kurz rein in dieses Video, worum es hier geht. Genau, das ist jetzt praktisch das erste Kanji. Also es sind jetzt immer dann fünf Kanji sozusagen, die dann eben dieses Radikal, das gleiche Radikal. Mir ist es, das ist eben für einfache, also für Anfänger-Kanji, das ist ein relativ einfaches Kanji, wo eben doch nochmal erklärt wird, wo das alles herkommt, die einzelnen Teile, Bedeutungen. Und genau, da haben wir hier dann noch eine Erklärung von der Geschichte her, wo das herkommt. Und dann geht's. Genau, dann haben wir hier eben Beispiele, also wieder die ganzen Lesungen mit Beispielsätzen, die ich dann eben im Video erkläre. Also ich lese das vor, erkläre den Satz, die grammatikalischen Punkte drinnen. Hier haben zum Beispiel, hier kommt, das ist eigentlich Anfängergrammatik, wie das denn funktioniert mit diesen fünfstufigen Verben zum Beispiel. Genau, es ist auch ein Neulernen oder eben auch ein Wiederholen, falls du es schon mal gelernt hast. Genau. Ja, das funktioniert eben für 5 Tage. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. Da kommt dann die Wiederholung, wenn es richtig jetzt mich nicht verzählt habe. Nein, das müsste das dann sein, wenn es war. Wenn es zu viel oder wenn es zu wenig. Zu wenig. Genau, hier ist dann der Test, also die Wiederholung. Jetzt kannst du das PDF ausdrucken und hier ist dann die Lösung dazu. Genau, und das Ganze geht über 30 Tage. Das Gleiche ist eben auch bei den anderen, also bei Mittelstufe und Fortgeschrittene. Natürlich sind es da schwierige Kanji und schwierige Grammatik. Teamwörterkurs zum Beispiel funktioniert auch auf diese Art und Weise. Da ist auch wieder eine Einführung hier zum Beispiel. Wie ist das jetzt eigentlich mit der japanischen Höflichkeit? Woher weißt du denn jetzt, ob jemand eigentlich wirklich höflich war oder vielleicht doch nicht. Ja. Und auch wieder hier Lerntipps, wie du den Kurs am besten durcharbeitest und wie viel Zeit du dir zum Beispiel nehmen solltest für das Schimpfwort hier. Wir haben auch hier wieder 30 Tage. Das heißt, du lernst doch eine ziemlich viele Schimpfwörter. Und auch hier ist es wieder so, dass es nicht einfach das Schimpfwort ist, sondern eben, genau, es gibt ein PDF, das du dir entweder ausdrucken kannst oder nicht. Hier zum Beispiel eben das Wort Bagger. Hier wird der Hintergrund erklärt, diverse Wörter und Floskeln, wo das Baka auch drin ist. Also es gibt nicht nur einfach nur Baka, es gibt verschiedenste Varianten dazu, zum Beispiel Bakawakashi. Und das finde ich auch das Lustigste dann mit einer Japanischlehrerin von mir. Wir haben dann noch Videos gedreht, wo dann diese Dialoge vorgespielt werden. Und die sind meistens sehr, sehr lustig. Genau, also so ist dieser Kurs aufgebaut. Dann, was haben wir noch Schönes? Liebe auf Japanisch funktioniert genau nach dem gleichen System. Nur ist es so, dass hier verschiedenste Themengebiete pro Tag aufgeteilt sind. Ja? Also wir haben hier schon mal die Einführung, sehen wir, welche Themen zu welchem Tag vorkommen. Und auch wieder, wie du am besten den Kurs machst. Schauen wir hier mal auf Tag 1. Genau, hier haben wir hier ein Wörtervideo, das heißt, hier werden die wichtigsten Wörter zum Thema Liebe mal erklärt. Was haben wir dann hier noch? Ja, auch sehr interessant, Sex auf Japanisch, also wer das unbedingt wissen möchte. Hier geht es um Love Hotels, das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Ja, hier geht es vom Kennenlernen
bis zum Heiratsantrag. Ja, also das sind jetzt hier die ganzen Videos mit Erklärungen, wie das funktioniert. Genau, und auch hier wieder dargestellt, also auch wieder ein Unterschied zwischen Mann und Frau. Das heißt, du siehst dann, wie es funktioniert, wenn du ein Mann bist oder wenn du eine Frau bist. Genau, und hier sind halt doch sehr viele Situationen dargestellt. Und einmal mit negativem Outcome und einmal mit positivem Outcome. Genau. Also hier hast du sehr viele Rollenspiele und sehr viel Übungsmaterial, um eben natürliche Dialoge machen zu können. Auch ein bisschen mit Spaß, also ein bisschen so mit altertümlich. Also du hast da verschiedenste Möglichkeiten, dir da ja einen guten Eindruck auf das andere Geschlecht zu machen. Genau. Und hier werden dann die ganzen Themen dann noch durchgearbeitet bis zu Tag 10. Ja, was haben wir denn noch für schöne Kurse? Das sind jetzt alles die voraufgenommenen Kurse natürlich. So. Schauen wir uns dann noch einen Lesekurs an. Wir haben hier das Skimmy Package. Da sind nicht nur Geschichten dabei, sondern auch Rezepte. Genau. Und genau. Die Geschichten sind so aufgebaut, dass du eine Vokabelliste hast, dann die Geschichte selbst als PDF, die Lösung, denn bei der Geschichte sind auch Fragen dabei, also Fragen über den Text. Und hier hast du dann die einzelnen Videos. Ein Video, wo ich die einzelnen Vokabel erkläre, auch mit ein bisschen Grammatik, je nachdem, was dafür notwendig ist. Dann die Erklärung der ganzen, also der ganzen Geschichte. Das heißt, ich setze das ganze Satz für Satz durch und erkläre für jeden Satz nochmal die Vokabeln und die Grammatik. Und dann hast du die Möglichkeit, das Ganze dir anzuhören. Einmal langsam vorgelesen und einmal schnell vorgelesen. Das heißt, du kannst da auch wieder zum Üben hören. Hören und auch zum Beispiel nachsprechen. Das Gute ist ja, du kannst auf Pause drücken und dann einfach das Ganze nachsprechen. Und das Ganze bei drei Geschichten hier zum Beispiel. Genau, was haben wir dann noch? Ja, den Wahrgar-Meisterkurs. Also das ist ja ein sehr interessantes Thema. Hier sieht man, dass es für Anfänger also eigentlich drei Stufen sozusagen gibt für Anfänger, dann für die Übungen noch dazu und dann gibt es das ganze Fortgeschrittene und dann noch auf dem Expertenniveau. Das heißt, wir haben hier drei Niveaus in einem Kurs abgedeckt. Das heißt, du kannst den Kurs auch sehr, also wieder öfter durchmachen, wenn du noch ganz am Anfang bist, wenn du schon ein bisschen weiter bist, dann wieder und dann du kannst natürlich alles auf einmal durchsehen und sozusagen dir da den Level auch erhöhen, aber ich würde es vielleicht Schritt für Schritt durchgehen und nicht zu viel auf einmal. Das gleiche auch beim T- und T-Form-Kurs. Genau, hier sieht man auch wieder, wie funktionieren die Formeln, werden sie gebildet. Dann die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten. Also man kann mit dieser T- und T-Form sehr viele Dinge machen. Schauen wir mal rein bei, schauen wir hier. Genau, T-Form plus Kudasai zum Beispiel. Oder was haben wir hier noch? T und Shimao. Oder T-Form plus die T-Form der Adjektive, also auch hier gibt es. Also es ist eigentlich ein sehr weitläufiges Thema, das Ganze. Was haben wir noch? Die T-Form kommt ja dann auch noch vor. Genau, was ist die T-Form eigentlich? Wie bildet man die? Und dann auch wieder mit, was kann mit der T-Form alles grammatikalisch machen? Natürlich wieder alles erklärt. Hier hast du auch Sätze zum Ausdrucken wieder, die ganzen Möglichkeiten. Genau. So, was haben wir dann noch? Es gibt hier, was haben wir noch? Die Basics der japanischen Grammatik ist auch noch interessant. Oder hier den Reisevorbereitungskurs oder den Japanisch im Restaurant. Vielleicht dann den dann noch, den japanischen Neujahrskurs. Ja, das ist einmal ein Überblick, das Ganze. Ja, wenn du Fragen hast zum Kurs, wie gesagt, also du hast ja zeitlich unbegrenzt Zugriff auf die einzelnen Kurse und hast bei den meisten Kursen auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen in einer Facebook-Gruppe.
Ja, wenn du sonst noch Fragen hast, dann schreib mir einfach einen Kommentar. Danke fürs Zusehen und viel Spaß beim Japanisch lernen. Matane!